Ja, heute möchte ich dich mal einladen, wenn du vielleicht das Gefühl hast, irgendwie wackeln viele meiner Werte. Ich stelle Dinge in Frage, die ich vielleicht vorher noch nicht in Frage gestellt habe. Und das Video lädt dich dazu ein, mal auf einer entwicklungspsychologischen Ebene da mal drauf zu gucken, um vielleicht dich da zu verorten. Wo stehst denn du gerade, wenn deine Werte wackeln? Und ich erzähle dir auch gleich, was ich damit meine. Wenn irgendwas so scheinbar im Außen rüttelt, wo du dich fragst, hat das überhaupt noch Sinn? Dinge, die mich bis vor kurzem noch irgendwie erfüllt haben, mich motiviert haben. Das fühlt sich jetzt vielleicht irgendwie leer an, nicht mehr so sinnvoll. Vielleicht ist es auch erstmal nur ein Vakuum, wo du sagst, das Alte greift nicht mehr. Das, was mich vorher an Erfolg interessiert hat, interessiert mich jetzt weniger. Vielleicht nimmst du auch schon eine Veränderung wahr, dass du Dinge in dir oder wenn du einen Raum betrittst, erstmal einfach anders wahrnimmst. Und ein altes Erklärungsmodell, wie du dir bis dato die Welt erklärt hast, irgendwie nicht mehr funktioniert. In meiner integralen Begleitung ist natürlich die integrale Landkarte ein wichtiger Verortungspunkt, ein Meta-Erklärungsmodell, das dir als einzelner Mensch ein Stück weit hilft, dass der Verstand begreift, was da passiert, dass du aber vielleicht auch verschiedene Beziehungsmuster ein bisschen liebevoller und dadurch stressfreier einordnen kannst, warum vielleicht bestimmte Dinge in deinem Job so organisiert sind, wie sie organisiert sind und vielleicht du gerade in einem Umfeld bist, das bis dato eben super gepasst hat, weil es da um die gleichen Themen ging. Und jetzt vielleicht du merkst, es irgendwas verändert sich und ich habe noch nicht so die Andockstellen, wo man dich versteht. Und vielleicht hilft dir dieses Video, dass du erstmal dich selbst ein bisschen besser verstehst. Und dazu nutze ich sehr, sehr gerne auch in meiner Arbeit ein Teilmodell, was Ken Wilber in seine integrale Landkarte integriert hat. Das ist das Modell von Spiral Dynamics, nicht von ihm, sondern von Claire Graves. Und bekannt geworden oder bekannter geworden ist es durch Mitarbeiter wie Don Beck, wo es auch ein Buch dazu gibt. Also wenn man heute sich ein Buch kauft über Spiral Dynamics, wird man eher einen Titel von Don Beck und einem Co-Autoren finden. Den Namen von dem Co-Autor weiß ich jetzt nicht, aber Don Beck, darüber wirst du es finden. Ja, was meine ich damit? Kurzer Exkurs, dass du generell mal einbetten kannst. Dieses Modell ist entstanden in den 70er, 80er Jahren, wo Claire Graves versucht hat, über viele, viele auch Einzelinterviews Welterklärungsmodellen zum Beispiel nachzugehen und auch zu erforschen, wie erklärt sich denn wer wie die Welt oder welche Prioritäten stecken denn dann in einem, wenn ich die Welt so oder so sehe. Klingt jetzt vielleicht erstmal alles ein bisschen kryptisch und dann kommen aber auch gleich noch Beispiele da dazu. Daraus entwickelte sich eben ein sogenanntes Spiral Dynamics Ebenenmodell, was eigentlich eine Spirale als Symbol darstellt, im Sinne von einer sich fortschreitenden Entwicklung. Ich würde dazu auch sagen, einer Anreicherung von Möglichkeiten. Und einerseits ist ja eine Spirale,
hat keinen wirklichen End- und Anfangspunkt. Also selbst wenn ich den Kreis schließe, bin ich ja nicht am selben Punkt, sondern durch die Spirale zumindest auf der einen Achse höher. Und die Spirale wird immer breiter. Ja, das meine ich mit diesem Entwicklungsmodell, dass sich quasi etwas, und was das ist, sage ich dir gleich, anreichert, mehr wird. Und spannend an dem Entwicklungsmodell ist es, dass mich das eben auf größere Gemeinschaften, Länder, geschichtliche Bewegungen auch dann adaptieren kann, aber eben auch in der Ich-Entwicklung auf den einzelnen Menschen beziehen kann. Und es gibt Ebenen, die durchlaufen wir und denen sind wir erstmal gar nicht bewusst, weil wir durch bestimmte Ebenen schon als Kleinkind gehen und die passieren uns einfach im Großwerden. Dann gibt es Ebenen, die wir zumindest bewusster wahrnehmen, und meine Theorie ist dazu, und ich komme da auch noch gleich dazu, dass es bei zwei Ebenen schon gesellschaftlich total verankert ist, dass sich da etwas ändert in uns und in dem, wie wir in unserer Familie agieren, wozu wir dann vielleicht auch leistungsfähig sind. Und dann gibt es eine Ebene, oder ab einer bestimmten Ebene kann es scheinbar schwieriger werden, weil prozentual gesehen auf unsere westliche Welt es zwar schon Menschen gibt, die diese Ebene entwickelt haben. Wenn du aber aus einem Umfeld kommst, wo das dir noch so fremd ist, dann wirkt es, wie als wäre man da vielleicht auch alleine, erstmal wie so ein Alien in der Gemeinschaft, in der du vorher warst. Und dann gibt es auch noch eine Ebene, und das ist nach oben hin offen, die auch schon hier in unserer westlichen Welt entwickelt wird oder sich evolviert sozusagen, also sich entkleidet. Wo es noch weniger Referenzmodelle gibt. Aber ich zeige dir jetzt erstmal kurz ein Bild. Jetzt hat es kurz gestoppt. Also ich zeige dir kurz ein Bild, wo du mal diese Ebene als Grafik siehst oder dieses Ebenenmodell. Und dieses Spiralenmodell hat quasi pro einer Schleife, hat man gesagt, ja, wie könnte ich das vielleicht auch als Farbe bezeichnen? Für mich ist es, diese Farbe ist einfach nur ein einfaches Etikett, in dem sich, oder eine starke Komprimierung auf ein Wort, in dem Fall eben eine Farbe. Und wenn ich dann innerhalb dieses Biodynamics-Kontextes mich bewege oder mich mit anderen Menschen unterhalte, die dieses Modell auch kennen, dann ist es auch auf einer liebevollen Art und Weise effizienter, wenn ich auch schnell sagen kann, du, das ist ein Thema auf der blauen Ebene, und der andere weiß dann, um was es sich handelt. So wie sich in vielen Modellen oder auch im Berufsleben sowas wie eine eigene Fachsprache entwickelt. Aber wie drösel ich denn jetzt diese großen Worte wieder auf? Also wo geht's denn dann hin? Man hat das in der Grafik, geht es darum zu sagen, wenn ich beziehe das jetzt nur auf dich als einzelnen Menschen, du kommst quasi auf die Welt und befindest dich quasi in diesem Ebenenmodell auf der sogenannten beigen Ebene. Da bist du schon geboren und dein Leben oder das, worin du eingebettet bist, hat noch wenig mit deiner Bewusstheit zu tun, weil dein Ich sich noch gar nicht entwickelt hat. Das heißt, dir geht es einfach als Baby um Schlafen, Essen, dass sich jemand um dich kümmert, also dass deine Instinkte befriedigt werden. Und da geht es natürlich auch banal dadurch, dass die Instinkte befriedigt werden, um dein Überleben. Und ein Stück weit weiter
In der Ich-Entwicklung gibt es auch manchmal Alter, denen man das so zuordnen kann, zum kleineren Kleinkindalter, vielleicht so ab ein Jahr, wo man auch vielleicht so erste Sprache, Worte entwickeln kann. Und so auch im zweiten Lebensjahr, im dritten Lebensjahr, wo ein Wechsel in dem Sinne stattfindet, dass man als kleines Kind schon irgendwie dann langsam begreift, ich bin mehr als, ich bin nicht mehr ganz zum Beispiel verschwommen mit mir und meiner Umwelt. Ein kleines Kind begreift da, dass wenn ich in die Bettdecke beiße, dass sich das anders anfühlt, als wenn ich in meinen eigenen Finger beiße. Ne? Da wird so auch ein Körperbewusstsein langsam entwickelt. Also es erfährt so quasi eine erste Trennung von mir und der Umwelt. Parallel ist aber noch ein großer Zugriff auf die sogenannte subtile Welt. Das heißt, da ist in dieser Purpurebene hat es viel mit Magie zu tun. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern es hat wirklich einen hohen Wert, wo Kinder noch wirklich physisch sehen, da ist ein Geist in meinem Zimmer. Das kann manchmal Angst machen, manchmal ist es ein imaginärer Freund. Das ist das, wo Eltern sehen, dass das Kind mit jemand oder etwas spricht, was es scheinbar gar nicht gibt. Alles ist irgendwie beseelt und lebendig, deswegen haben die Kuscheltiere auch eine eigene Persönlichkeit. Die haben Namen und dann sprechen die mit denen und es ist für die alles real. Hier sind noch so Worte, wie sich es auf eine Gesellschaft beziehen kann, ja, der Clan. Also eine bestimmte Sippe, zu der ich mich zugehörig fühle. Dann gibt es die dritte Ebene, Rot, wo hier man erstmal davon spricht, dass ein Ich entwickelt wird. Das ist die Phase, die Eltern besonders schätzen. Das ist die Phase auch durchaus das Trotzkind, weil das Kind ja dann sagt, ich will jetzt das und das und ich will den Schokoriegel. Aber es spricht zum ersten Mal auch von einem Ich und das erkennt sich im Spiegel und es weiß, dass dieses Ich nicht die Mama ist. Und in dieser roten Ebene gibt es sehr viel Lebenskraft. Also wenn man da dann mal sieht, wenn ein Kind wütend wird, dann sieht man erstmal, wie viel Kraft so ein Kind haben kann, auch physisch, wo man sich denkt, wie macht so ein 10-Kilo-Kind das? Weil man es vor lauter Wut nicht in den Sitz des Autos reinbekommt. Da steckt aber auch sehr viel Lebenslust drin und auch das Streben nach Macht, was ich jetzt erstmal neutral so stehen lasse, damit ich jetzt auch schneller durchkomme. Es gibt dann eine weitere Ebene, die wir in der Gesellschaft durchaus eben kennen, die normal ist, wo es schon viele Referenzpunkte gibt. Das ist die sogenannte blaue Ebene, wo nach dem sehr stark ich entwickelten, impulsiven Ich auch sowas dazukommt von, damit ich aber auch wieder in einer Gruppe, einer Familie reinpasse, kann ich nicht nur mit meinen Impulsen da sein, sondern da geht es dieses, es gibt auch Regeln, ein Kind soll langsam auch verstehen lernen, dass es Regeln gibt, sei es im Haushalt, in der Familie, wir essen um so und so viel Uhr und vielleicht gibt es dann die Regel, in der Zeit soll bitte das iPad oder das Lesebuch, das Malbuch nicht auf dem Tisch liegen, weil man das tut, um jetzt eben Raum für die Familie zu lassen. Das sind auch die Regeln, die einem in diesem Wust von erstmal vorherigen Impulsen eine gesunde Eingrenzung geben von, es ist wichtig, auch bestimmte Regeln in unserer Kultur zu verstehen, sei es jetzt erstmal das ganz banale Sachen, wie bei Rot geht man nicht über die Ampel, weil
diese Regeln auch in der Gesellschaft so mal entstanden sind, auch jetzt mal wieder wertfrei, egal ob die jetzt mal überreguliert werden oder unterreguliert sind, aber an sich dieses, wenn wir eine Gemeinschaft sind, wie organisieren wir uns, dass wir uns irgendwie auf einen minimalen Konsens entwickeln und einigen können, sodass da nicht jeden Tag, wenn ich rausgehe, auf die Straße Chaos entsteht. Auf der Ich-Entwicklungsebene ist dieser Punkt ungefähr, ne, immer plus minus mit einer Bandbreite, wo wir in die Schule kommen. Ja, da ist auch sehr plastisch erlebbar. Ja. Wir lernen diese Regeln, wir lernen, was es heißt, im Klassenverband zu verhalten. Da werden wir auch konfrontiert mit den Regeln, bitte setz dich hin, auch wenn du den Impuls hast, aufzustehen und was anderes zu tun. Das jetzt mal in Kürze bei Blau. Und dann gibt es eine Ebene, die die meisten Menschen potenziell durchleben ab Anfang des Pubertätsalters. Das heißt, dort findet ein Ebenenwechsel statt, der durchaus auch auf der körperlichen Ebene messbar erfahren ist, erfahrbar ist, weil wir eben merken, unser Körper strukturiert sich um, es entwickeln sich die sekundären Geschlechtsorgane. Und es werden aber auch, und das ist immer so eine Fortentscheidung auch von, worüber denke ich denn nach und was ist mir denn wichtig im Leben, ist das die Ebene, wo das, was vorher in den Regeln alles als so gesetzt galt und als wahr und zeitlos und war schon immer so, hier wird das durchaus auch hinterfragt, da wird man rebellisch, das merkt man dann im Teenageralter, dass so die Eltern mal ein bisschen hinterfragt werden, vom Thron geholt werden, kann mit viel Streit verbunden sein, aber es geht um eine gesunde Abkopplung und ich möchte eigenständig sein. Ich habe zwar noch Mama und Papa, aber ich möchte irgendwie mich, ich möchte anders sein. Ich möchte mich dagegen aufbäumen. Auf der kognitiven Ebene bewegen wir uns dann, dass der Verstand, die Ratio einfach stärker aktiviert wird. Es ist ja nicht so, dass wir vorher nicht denken, aber es geht immer Schwerpunkte. Und diese Ebene ist heute in unserer westlichen Gesellschaft die prozentual am meisten geprägteste und vertretenste. Da gibt es die meisten Bilder. Ist auch das, wie unsere Wirtschaft heute funktioniert oder wie wir uns selber ausrichten. Ja, es geht um Zahlen, Daten, Fakten. Wenn ich mich im Beruf orientiere, gibt es sehr wohl etwas, wo ich gut drin sein will, wo ich Effizienz entwickeln will oder wo in meinem Job auch Effizienz gefordert ist. Das ist die Phase, wo ja auch manche Menschen sich als in einem Metier als Experten erleben wollen, das anstreben wollen. Der Tüftler, ja, also all das, wo es um eben auch Ideen geht, die ich in die Welt bringen will. Und da gibt es dann auch verschiedene Unterformen. Es ist, kann man oder sollte man auch, wenn ich jemanden integral begleite, dann schaue ich da schon nochmal genauer in Zwischenbereiche. Aber es soll jetzt ja hier, auch wenn das Video vielleicht doch wieder ein bisschen länger wird, um eine Art Schnelldurchlauf gehen. Was ich jetzt angesprochen habe, dass sich dann vielleicht doch mal die Werte sehr wackelig anfühlen, weil man sich vielleicht in die Ebene des Grünen hinein entwickelt. Jede Ebene hat immer ein wunderbares Erklärungsmodell für die Welt, setzt eben auch, welche Werte wichtig sind in eine bestimmte Reihenfolge. Bei Orange könnte es zum Beispiel sein, eben Karrierelust oder auch Ziele, die ich im Außen erreichen will. Mir ist vielleicht der nächste Urlaub wichtig. Ich möchte mich körperlich und physisch erfahren. Ich möchte bestimmte Wettbewerbsgeschichten erleben. Ich gehe nochmal zurück auf die blaue Ebene. Der blauen Ebene ist dieses viele Innovative eher nervig, weil da sich drauf beruht, ich möchte Dinge sicher haben. Ich möchte nicht zu viel Schwankungen und Unberechenbarkeit haben. Ich möchte bewahren, was gut ist.
Und dann clasht das zum Beispiel schon mal aufeinander. Aber Blau und Orange hat schon in ganz, ganz viele Rollen und Referenzen in unserer Gesellschaft entwickelt, dass die Hinentwicklung zu Blau und die mögliche Hinentwicklung zu Orange, ich sage jetzt mal, gesellschaftsfähig ist. Die grüne Ebene ist jetzt prozentual ein bisschen oder wird sich gerade mehr entwickeln, ist aber prozentual noch kleiner. Und was hier passiert, ist, dass ein Mensch, der sich vorher noch total zu Hause gefühlt hat in der orangen, sogenannten orangenen Welt, merkt, ich komme wieder an eine Grenze, wo sich etwas verändert. Ich sage mir zum Beispiel, was sich verändern kann. Dass es eine Ge Nähe zum, nach sehr viel Verstand auf einmal die Gefühlswelt mehr dazukommt. Wo ich entdecke, dass ich mehr bin als mein Körper. Wo ich entdecke, dass es so zum Beispiel innere Anteile in mir gibt, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Ich möchte eher kooperativ sein und nicht mehr wie in der Orange in der Autonomie sein. Ich möchte mich selber erfahren und spüren lernen und merke vielleicht auch Veränderungen, dass, sei es jetzt im Job, man sensibler wird für etwas, was im Raum nicht messbar und sehbar ist. Und trotzdem geht es so bis vor einem Jahr, war das mir irgendwie wurscht, wo wir eine Besprechung gemacht haben. Und jetzt merke ich, hier ist eine unschöne Energie. An dem Platz geht es mir nicht gut. Man wird sensibler, hat aber noch weniger Referenzmodelle, warum das denn so ist. Und dann gibt es noch weitere Entwicklungen. Gelb, Grün, Türkis. Da mache ich jetzt aber mal einen kurzen Stopp, sofern du jetzt noch dabei bist. Dieser Ebenenwechsel von Orange nach Grün, das ist der, worauf ich jetzt gerade expliziter zu sprechen kommen möchte. Weil auch aus meiner Erfahrung her eben es Situationen gibt, wo dich auf einmal etwas interessiert. Und wenn dein Umfeld, und das meine ich völlig wertfrei, aber wenn dein Umfeld in diesem Orangen oder Blauen ist, dann ist es für die total komisch, ich mache es jetzt ein bisschen flapsig, dass sich deine Werte verändern und deine Art, wie du versuchst, deine Welt zu erklären. Manche rutschen vom Orangen ins Grüne, weil sie lange, lange ihren Körper und ihre Bedürfnisse nicht gefühlt haben. Und dann kommt das, was jetzt auch schon viele kennen, das Thema Burnout oder Depression, weil der Körper rebelliert und sagt, hier ist jetzt ein Stopp. Wenn du in dieser Welt so weitermachst, dann zeige ich dir jetzt mal die Kante. Jetzt geht es um andere Prioritäten. Das heißt, manchmal ist der Wechsel von Orange nach Grün durchaus eher mal mit einer Krise einhergehend, häufig mit eben einer Sinnkrise, wo man merkt, mein Verstand rattert die ganze Zeit, ich kann nicht schlafen, vielleicht aber auch langsam so ein Ermüden von, geht es denn wirklich um den dritten Urlaub? Ich habe mein Haus abbezahlt oder bin dabei abzubezahlen. Ich weiß gar nicht mehr, war das eigentlich meine Idee von dem Haus oder habe ich es nur gemacht, weil alle das machen? Es kommt so eine Hinterfragung. Und es kommt eine neue Justierung langsam rein, dass eben, und das meine ich wieder wertfrei, aber äußere Ziele nicht mehr ganz das Erstrebenswerte sind. In der grünen Ebene wird es relevanter, was mache ich? Also ist es denn sinnvoll, was ich tue? Und ich möchte auch mich mehr entdecken, ich möchte mich mehr verstehen. Ich öffne mich für andere Coaching- und Heilmethoden. Wenn ich eine Kopfschmerz habe, also wenn ich Kopfschmerzen habe, ist vielleicht, war bei Orange noch klar, irgendwie, naja, ich muss mehr Wasser trinken und nehme Aspirin. Und in Grün könnte es sein, habe ich das denn schon öfter? Wann löst sich das denn aus? Was möchte mir der Kopfschmerz sagen? Gab es jemand in meinem Familiensystem,
der damit auch irgendwie zu kämpfen hat, will mich der Kopfschmerz eher warnen, weil er mir was aufzeigt, wo vielleicht gar nicht mehr mein Weg ist. Und da greift das, was ich eben sehr gerne begleite, das kann dieser Umbruch, der bei Blau zu Orange und auch Rot zu Blau ist für uns in der Gesellschaft Normalität. Das erleben wir, das hat jeder durchlebt. Grün ist so eine erste, in dem Sinne mal erste Ebene, die, und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, die nicht jeder erreicht, die sich einfach nicht bei jedem öffnet. Und vom Alter her gesehen, kann es sein, dass du das mit 25 erlebst. Es kann sein, dass du Mitte 50 bist. Das hat eine große Spannbreite, wann möglicherweise diese grüne Ebene in dein Leben einsickert. Und wenn man sein eigenes Leben schon ziemlich gesettelt, ich sage jetzt mal 30 Jahre, 40 Jahre in einem mit diesem Orangen, mit dieser orangenen Welt zu tun hatte, wo man, ja, ich sage es einfach mal, gut drin verankert ist. Und dann kommt noch mal eine Veränderung, die in den seltensten Fällen geplant und gewollt ist. Die erschüttert einen erstmal. Und dann fragt man sich ja, habe ich noch alle Tassen im Schrank? Und jetzt würde ich, wenn ich dem nachgehe, hätte das krass viele Konsequenzen, weil ich vielleicht meine Beziehung hinterfrage. Ich habe das Gefühl, man in einem Ebenenwechsel von Orange zu Grün und der Partner oder die Partnerin hat dieses Einsickern der grünen Welt nicht, dann hat man das Gefühl, man redet total aneinander vorbei und der Partner, der lebt seine orangene Welt noch so, wie sie du sie selber gelebt hast vor einem Jahr. Und du sagst, ja, aber ich, also müssen wir jetzt zu diesem Event und müssen wir jetzt hier auf diesen Spezial-VIP-Abend irgendwie? Das macht mir gar keine Freude mehr. Ich will was anderes. Ich will raus in die Natur. Ich will gesundes Essen. Ich brauche vielleicht auch mehr Stille und andererseits brauche ich mehr Leute, die mich irgendwie verstehen. Ich gucke mal zu einem Umfeld, ja, wenn so die Klassiker Yoga oder Meditation werden auf einmal interessant, weil man dürstet nach anderen Erklärungsmodellen. Also in der Partnerschaft kann sich das ändern. Auch im weiteren Umfeld, Freunde, Familie, ne, die sagen, ja, was redest du denn da auf einmal? Und wieso stört dich denn der Platz im Wohnzimmer? Der hat dich doch 30 Jahre lang nicht gestört. Wieso meinst denn du, dass du jetzt hier auf einmal nicht mehr sitzen kannst? Und du kannst nur sagen, ich weiß nicht, aber es fühlt sich nicht gut an und immer wenn ich da sitze, kriege ich Kopfweh. Und die sagen halt, ja, spinn halt nicht rum oder nimm eine Aspirin. Im Job kann sich das verändern. Ja, dieses, was mache ich denn hier? Ist es denn sinnvoll, was ich tue? Befriedigt mich die reine Lohnabrechnung noch? Möchte ich vielleicht ein anderes Klima in der Firma? Warum können wir auch nicht mal menschlicher miteinander umgehen? Und all das meine ich mit dem, die Werte wackeln und man fragt sich dann, ticke ich überhaupt noch ganz richtig? Und ja, du tickst richtig. Auch wenn du vielleicht der Alien bist, in deinem jetzigen Umfeld. Und dort stellt sich dann manchmal die Frage eben, gerade wenn du diese, ich sage jetzt mal, sogenannte orangene Welt 20, 30 Jahre lang gelebt hast, und du drückst es vielleicht manchmal noch weg, dass dieses Grüne so kommt, aber du merkst, je mehr du das machst, desto mehr fühlt sich's noch schlimmer an, in irgendeiner Form.
Und darin eine Begleitung zu bekommen, das ist jetzt etwas, wo ich quasi mal ein bisschen Werbung mache. Gibt es ein Format, wo ich genau das mal begleite? Also du kannst es natürlich im Einzelnen haben, aber ich habe auch zwei Termine für eine Kleingruppe, wo du mal mitgucken kannst, wenn du schon selbstständig bist und merkst, es verändert sich was. Ich kann das nicht mehr so machen wie bisher. Gerade in der Selbstständigkeit zum Beispiel auch, ja, ich weiß, ich muss Marketing machen, ich weiß, ich muss Geld verdienen, aber irgendwie habe ich auf dieses schneller, höher, weiter gar keinen Bock mehr. Heißt nicht, dass dein Produkt vielleicht nicht schlecht ist oder deine Dienstleistung, aber irgendwie möchtest du es vielleicht nicht mehr so machen, weißt aber gar nicht dann wie. Und aus dieser integralen Landkarte, wenn sich eben etwas verändert in deiner Ich-Entwicklung, hat es eben Auswirkungen auf ganz viele Lebensbereiche. Und wie können sich diese neuen Lebensbereiche gut für dich gestalten, wenn diese grüne Tür aufgeht? Und wie kann sich ein neues, für deine Werte Sinn erfüllter Alltag gestalten? Wie kann sich der Beruf ausgestalten, wenn deine Firmenwerte sich ändern? Wie kann dein Lebensunterhalt, weil das ist halt auch spannend, bei Grün wird Geld auf einmal nicht mehr so wichtig. Aber wie kann ich das Gute aus dem Orange, wo Geld und Geld verdienen und Karriere machen wichtig ist, und das ist auch vollkommen in Ordnung so, wie kannst du in das Grün hineingehen und trotzdem nicht vor der Pleite stehen? Ich kenne das. In der Anfangsphase beim Grün würde ich sagen, hatte ich gar kein Geld, bis hin zu 2 Jahre weiß ich nicht, wie ich meine Krankenkasse bezahlen soll, weil andere Dinge wichtiger waren. Meditieren war wichtig. Spazieren gehen war wichtig. Preise verlangen war unglaublich schwer, weil ich sie am liebsten verschenken wollte, mich verschenken wollte. Dann habe ich das Orange wieder gut integriert. So spricht, kann man dann eben darüber sprechen, ob man bestimmte Dinge gut wieder in sich integriert hat. Ich hatte das Glück, ein tolles Umfeld zu haben, wo ich sehr früh schon in diesem grünen Umfeld war, weil das einfach, das ist weder gut noch schlecht, aber bei mir hat es einfach sehr früh begonnen, dass ich ja, mit 18 in Meditationsgruppen war, Familienaufstellungen, ich viel in mir prozessiert habe, ich wollte die Schattenthemen aufarbeiten. Das ist alles, was wichtig ist in Grün. Demzufolge war aber meine Orangephase sehr, sehr kurz und habe das erst später wieder gelernt. Und daher weiß ich, was an welche Klippen und Herausforderungen man stoßen kann. Und vielleicht ist es für dich dienlich, dass du dir das mal anschaust, wenn deine Werte anfangen zu wackeln, festzustellen, dass du sehr wohl noch richtig tickst. Wie kann sich dann eben ein gutes Umfeld für dich entwickeln? Wie kann, was nicht heißen muss, dass eine Partnerschaft sich zu trennen hat. Also wie kann dieses Spannungsfeld gut ausgehalten werden, wenn der Partner an diesem Punkt einfach noch nicht ist oder vielleicht nie hinkommt, ja? Weil das ist eine Entwicklung, die auf eine gewisse Art und Weise passiert. Bei mir war es dann aber, dass ich irgendwann
egal, auch da wusste ich noch gar nicht, dass es Biodynamics gibt und solche Sachen, halt es proaktiv gesucht. Ja, ich wollte ja dann mich weiterentwickeln. Ich wollte irgendwie den Sinn des Lebens verstehen und anders irgendwie begreifen. Und wie gestaltet sich das? Wie kann eine Sehnsucht, wenn du noch im Job bist, zu einer Selbstständigkeit hin entwickeln? Und wie soll das dann ausschauen? Wie kann eben deine Selbstständigkeit sich gut entwickeln, auch wenn du jetzt neue Schwerpunkte hast? Wenn du sagst, die alte Zielgruppe interessiert mich nicht mehr, ich kann auch nicht mehr mit denen so reden, ich möchte andere Dinge tun. Und dazu kannst du mal gerne in den Kommentaren oder unten in der Videobeschreibung gucken, ob die 3 Tage für dich interessant sind, auch ohne diese 3 Tage oder eine Einzelbegleitung. Möchte ich, dass diese Idee dieser Spiral Dynamics Landkarte dir hilft, dich ein bisschen zu verorten und zumindest dann zu verstehen, aha, so könnte es vielleicht gerade sein, so zeigt sich das gerade und nimmt dann mit den wackelnden Werten vielleicht auch ein bisschen den Stress raus. Worauf ich jetzt weniger eingegangen bin, ist, dass nach dieser grünen Ebene die Spirale nicht aufhört. Ja, da gibt es sogenannte Gelb, die integrale Ebene, die ist noch ganz, ganz wenig besetzt oder hat wenige Rollenbeispiele. Und darüber hinaus ja, gibt es weitere Farben und Beschreibungen. Da wäre dann aber auch ich nicht mehr richtig, weil ich zum Beispiel diese sogenannte türkise Ebene in meinem Bewusstsein noch nicht entwickelt habe. Aber den gesunden Wechsel von Orange nach Grün, da habe ich viele Erfahrungswerte, auch meine eigenen Schatten und Tapser kenne ich, wie ich gesagt habe, dass dann da auf einmal das Geld nicht mehr so wichtig war und man nicht mehr wusste, wie man das machen soll. Auch darüber hinaus zu wachsen, das Orange so zu integrieren, dass man mit seinen neuen Werten in der grünen Welt sehr gut sein kann, weil das Sein ist auch eine wichtige Qualität. Und wenn es dich noch so interessiert, unabhängig von mir, das Spiral Dynamics Buch war ein sehr wichtiger Schlüssel für mich, also mich zu verstehen, mich ein bisschen zu verorten. Nicht alles ist mir heute ganz so zu verstehen, wie es die integrale Landkarte sich weiterentwickelt hat, weil das Buch ja in den, ich glaube, 80ern oder so entstanden ist. Aber das sei jetzt mal so dahingestellt, es kann einfach trotzdem mal eine sehr, sehr spannende Landkarte sein, sich vielleicht auch mal mit seinem Partner darüber zu unterhalten. Also wenn wir das jetzt mal als Idee sehen und das könnte eine Landkarte sein, auf der wir uns verorten, wo siehst du dich denn und wo sehe ich mich? Vielleicht erklärt das, warum man ein bisschen aneinander vorbeiredet. Der eine muss die Welt vom anderen nicht verstehen. Das ist auch nochmal das mache ich jetzt nochmal kurz. Wenn man sich zum Beispiel auf der orangenen Ebene bewegt und sich dort dein Lebensmittelpunkt Lebensschwerpunkt bewegt, dann hast du dich ja aus Blau, ich sage jetzt mal, hinaus entwickelt, ja, angereichert, bist größer und weiter geworden, hast eine andere Fähigkeit der Kognition, reflektierst über dich in der dritten, also ja, kannst die erste Metaperspektive einnehmen, weil du auch in eine Selbstreflexion gehst und findest das Blau ja ziemlich blöd, aus dem du herausgewachsen bist. Ja, das ist langweilig, das ist berechenbar, immer dieselben Gespräche, ich kann die Uhr danach stellen, mein Gott, ist das bieder. So. Wenn du hier in Orange deinen Schwerpunkt hast und dir begegnet jemand in Grün, kannst du mit dem Grün auch ziemlich wenig anfangen. Denkst, mein Gott, das labert der denn an Gefühlen und Energien und kannst mit dem ganzen Emotionalen und mit dem, dass dich jemand umarmen will, wenig anfangen. Vollkommen in Ordnung.
Grün ist aber auch zum Beispiel durch seine Fähigkeit, systemisch zu denken, das kann nämlich Orange nicht, eigentlich weiterentwickelt als Orange. Orange weiß es aber nicht und findet beide blöd. Findet die hier altbacken und die Grünen gespinnert. Und wenn du hineinwächst in das Grün, dann bist du ja auch aus dem Orange herausgewachsen und auch aus einem bestimmten Grund herausgewachsen, weil dieses Erklärungsmodell der orangenen Welt ja dir nicht mehr alles hat bieten können, um deine Welt zu verstehen. Und auch Grün lehnt die Welt von Orange ab, aber auch die von Blau durchaus. Hier würde dann ein Grüner sagen, bei gegenüber einem Orangenen, also können wir nicht über was anderes reden, als was du hier schon wieder gekauft hast. Mich interessiert der nächste Karrieresprung nicht. Das ist mir alles zu oberflächlich. Ich möchte die Menschen in ihrer Tiefe kennenlernen. Und wenn du als Grüner einem Orangenen begegnest, der will gar nicht über seine Emotionen reden, weil das er vielleicht selber gar nicht hat. Er hat sie schon, aber er hat keinen Zugriff drauf. Er kann sie aber auch nicht verbalisieren. Du möchtest das aber in Grün verbalisieren. Ja, und dann ist es natürlich spannend, wenn man so sein Leben, sei es im Team, in der Arbeit hat oder du wechselst langsam ins Grün hinein und merkst, deine Kunden sind auf dieser Ebene, weil es einfach noch weit vertreten ist. Wie kannst du damit sein? Und ein kurzer Ausschwenker bei Gelb ist ein großer, hoher Entwicklungssprung, zumindest definiert, dass ich mich A, in meiner Fähigkeit, perspektivisch zu denken, nochmal um eine Ebene weiterentwickle von so einem sogenannten Zeugenbewusstsein. Und eine Schönheit für alle Ebenen auch entwickelt und gesehen werden kann, wo man auch versteht, dass jede Ebene Qualitäten, Fähigkeiten, Ressourcen in sich birgt, die es gut ist, dass ich sie situativ ausleben kann. Alle Ebenen inklusive Grün, außer das späte Grün, aber das geht jetzt wieder in die Feinheit, die ich dann im Einzel- oder in den Gruppen mache, aber jetzt mal kurz ausgesprochen, bis inklusive Grün wird die Wertewelt der anderen, egal ob weiterentwickelt oder weniger weiterentwickelt, abgelehnt. Das ist nicht meine Welt, die sind doof, die verstehe ich nicht. Und meine Welt ist das einzigst Richtige auf dieser Welt. Und das ist das richtige Erklärungsmodell und alle anderen haben es nicht gecheckt. Das ändert sich bei der möglichen Weiterentwicklung hin zu einem integralen Bewusstsein. Da sieht man die Schönheit in jeder Ebene, entdeckt auch, warum ich sie selber auch mal ausspielen sollte in jedem bestimmten Kontexten. Und ich sehe auch, was jede Ebene, ich sage dazu, als Geschenk dir gegeben hat. Denn nochmal ein Bild, all die anderen Ebenen, auf denen fuße ich ja. Die haben das überhaupt, die konnten die Bedingung dafür sein, dass ich weitergehen konnte. Die sind ohne Rot gäbe es kein Blau. Und damit auch die anderen Ebenen nicht. Ist jetzt aber vielleicht nicht so wichtig, vielleicht nur so ein Ausblick auf, was passiert denn eigentlich vielleicht noch danach. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein vielleicht liebevolles Erforschen, wo du dich da gerade siehst. Vielleicht ist es auch nicht so eindeutig definierbar, das hat auch manchmal Gründe. Auch, dass man da nicht zu schnell salopp sagt, oh, also mit den Schlagwörtern bin ich definitiv in der grünen Welt und oder jemand anders definitiv in der orangenen Welt. Das ist jetzt ein Schnelldurchlauf durch ein Modell gewesen, mit dem ich eben sehr, sehr gerne arbeite. Und ansonsten kannst du auch mal in das Buch reinschauen, Spiral Dynamics von Don Beck. Und in diesem Sinne wünsche ich dir freudvolles Erforschen und mal gucken, wo du dich siehst. Und bis dahin alles Liebe.